Für den geübten Bergsteiger und für den, der sich beweisen will, ist die Überwindung eines Kletterstiegs eine Erfahrung, auf die man nicht verzichten möchte. Man muss sich dafür angemessen ausrüsten, mit Helm, Gurten und Rebschnur mit doppelten Karabinerhaken. Am besten lässt man sich von einem Bergführer begleiten. Sich der Gruppe Guide Alpine von Cortina anzuvertrauen, ist zweifellos das Beste. In der Gegend Lagazuoi Cinque Torri gibt es viele Klettersteigen zur Wahl. Es sind besonders schöne, aufregende Routen, auf denen man Orte erreicht, die sonst nur erfahrene Bergsteiger erreichen. Man kann unter sehr vielen Möglichkeiten wählen, von kurzen, leichten Klettersteigen bis zu schwierigeren, die eine gute Kondition voraussetzen. Die Route, die auf den Gipfel des Averau führt, ist ideal für Anfänger. Vom Gipfel hat man einen fantastischen Blick auf die Tofana di Roses, den Cristallo, den Sorapis, den Antelao, den Pelmo und die Civetta, die alten Wächter der umliegenden Täler. Oder man wählt die berühmte Tomaselli-Route auf den Südgipfel vom Farnes, in fast 3000 Meter Höhe. Es ist die schwierigste, die steilste, die anspruchsvollste, die anregendste. Nur für erfahrene Kletterer, die einen traumhaft schönen Blick auf den Naturpark des Farnes beschert. Einige Routen führen durch die Stätten des Ersten Weltkriegs, zum Beispiel die Giovanni Lipella-Klettersteige mit einer höchst vielseitigen und anregenden Route. Mit der Lehre spielen ohne Angst und Risiko, die Senkrechte beherrschen, dorthin kommen, wo wenige hinzukommen wagen. Ein Traum? Nein. All das ist möglich im Lagazuoi Cinque Torri. Also, stellen Sie sich auf die Probe auf einer unserer Klettersteigen. Seht die Welt von oben und erreicht mit eigener Kraft die Höhen der Kletterer.